Hallo und herzlich willkommen zum Monfi Adventskalender Türchen Nummer 22. Im heutigen Video versuchen wir wieder einmal den 10.000 10.000 Euro Euro Spitzengewinn Spitzengewinn zu gewinnen. Nix. Ansonsten wünsche ich euch noch sehr viel Spaß mit den restlichen Videos, die gleich im Anschluss kommen werden. Und noch einen wunderschönen Abend. Hallo und herzlich willkommen zum Monfi Adventskalender Türchen, ich glaube 23. Je nachdem, wann das du mich reinschneidet. Und ich dachte mir, einen Tag vor Weihnachten gucken wir mal, ob wir es schaffen, den 25.000 Euro Spitzengewinn abzuholen. Und Tatsache, wir haben 1 Euro gewonnen. Das läuft ja fast schon so gut wie bei Dustin, ne? Okay, als nächstes gucken wir uns an, was denn in meinem Milka-Adventskalender da ist. So, hier. Türchen. Boah, ich weiß gar nicht, welches Türchen wir hatten. Ich glaube, 14. Türchen 14 ist, glaube ich, ganz gut. Das hat er nämlich noch nicht aufgemacht. Und da drin ist ein Feuerwehrauto, was auch immer ein Feuerwehrauto mit Weihnachten zu tun hat. Jetzt machen wir den ultimativen Geschmackstest. Schmeckt geil. Ja, und damit ab zum nächsten Typi, der Adventskalender Sachen macht. Bis dann, ciao. Hallo, hier ist Pingu. Ich habe gerade mit Edik und Mentes eine Runde Fortnite gewonnen. Und ich habe gesagt, der Himmel sieht gut aus und das denn so. Mach mal Video vom Himmel für Monfi. Und jetzt hier, guckt euch diesen Himmel an, ist er nicht schön? Moin moin Leute, wir sind hier in der Hut natürlich unterwegs. Und ja, was soll ich sagen? Ich mache jetzt hier ein Monfi-Video, mein Teil dafür. Ich war einkaufen, da habe ich mir Katzenstreu geholt, das ist hier in dem Einkaufswagen, den man nicht sieht. Ja, ich wünsche euch heute noch viel Spaß mit dem restlichen Video. Schönen vierten Advent, liebe Monfi-Zuschauer. Ich habe mich entschlossen, noch was für diesen Kalender zu machen und wie ihr schon sehen konntet, ich gehe euch heute auf die Nüsse oder sowas. Gibt heute Studentenprogramm und ich werde einmal jede Nuss oder was auch immer drin ist, einmal durchprobieren und dann bewerten. Ja. Aber erstmal Warnhinweis: Kleine Kinder können an Nusskernen ersticken. Trotz mehrfacher Kontrollen lassen sich auch bei sorgfältiger Verpackung Fremdkörper wie zum Beispiel Schalenreste in Einzelfällen nicht vollständig vermeiden. Kühl- und trockenlagern. Okay, ich habe keine Ahnung, was für Nüsse es sich hier handelt. Aber ich dachte mal, weil ich so ein krasser Student bin, können wir mal Studentenfutter hier essen. Muss ich erstmal gucken, wie viele Kaxen hier aufkriege, Alter. Was ist das denn für eine Gülle hier schon wieder, Junge? Das ist schon ein bisschen peinlich. So, und das erste, was mich hier anguckt, ist nicht mal eine Nuss, das ist das so eine Trockenbanane. Ja, Bananen sind sehr gesund, enthalten sehr viel Vitamin B und Magnesium, glaube ich. Ich habe es halt zwar nicht wie von getrockneten Bananen, aber kann man ja immer mal probieren. Nicht so schlimm, wie ich erwartet habe, tatsächlich. Es schmeckt irgendwie so knusprig süß. Es hat diesen Bananengeschmack zwar noch, ganz leicht. Ich bin nicht der allergrößte Bananenfan, aber ich esse sie. Und ist ein bisschen aber zu fest dafür, dass es eigentlich gut schmeckt. Dafür schmeckt es nicht, die Konsistenz halt irgendwie sehr fest, was ein bisschen ungenießbar macht, aber ist nicht schlecht, ich würde sagen. Ist eine solide Harambe von 10. Banane, keine Ahnung, was das für eine Scheiße sein soll. Sieht aus wie Mandeln. Irgendwas mit Mandeln. Ich nehme mal ein bisschen mehr hier raus. Ich gebe das mal hier raus, Alter. Alter. Ist alles hier voll, Junge. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Hier ist eine Kokosnuss abgebildet. Das ist ja auch exotisches Studentenfutter. Das ist kein normales Studentenfutter. Das ist für Studenten in Namibia oder sowas. Ja, und dann probieren wir jetzt dieses Kokosdingsbums. Ich hätte euch verwarnen sollen, ich bin absolut kein Kokosfan. Es geht. Aber ich mag keinen Kokos. Sagen wir 3 von 10. Ich bin ja nicht gut in Maßstäben setzen oder so. Dann haben wir hier etwas, was ich absolut hasse, ne? Das ist Geschmackssache. Aber ich hasse Rosinen. Was sind Rosinen? Jede Rosine im Apfelstrudel ist ungenießbar, Junge. Apfelstrudel ist so ein Gott, aber wenn Rosinen drin sind, bäh. Und die fühlt sich schon so komisch an, aber eigentlich sind sie auch nur getrocknete Weintrauben, ne? Weintrauben sind immerhin wieder
ertragbarer als Rosinen, Alter. Bäh. Immer wenn ich Studentenfutter habe, sortiere ich die aus. Aber jetzt mag ich die auch mal probieren. Ich bin sehr voreingenommen. Zu dreulich. Ich hasse es. Ich hasse diesen Geschmack von verschrumpelt. Es schmeckt irgendwie. Es ist absolut nicht meins. I'm so sorry. Boah. Wie kann man hier einen Apfelstrudel reinmachen? Wer dachte, das ist eine gute Idee? Naja. Dann haben wir hier so, keine Ahnung, Hornkristalle oder sowas. Mango, ach, ich hab keinen, Alter, was das sein könnte. Hier steht auch gar nichts draußen, ich hab keinen Peil so. Also steht Cranberries, Cashewkerne sind auch noch drin. Die werden wir auch noch durchprobieren. Ich hab das hier jetzt abgerissen, das ist ein bisschen dumm. Papaya ist auch drin. Ich glaube, das ist dann entweder Papaya oder Cranberries oder so. Keinen Peil, aber ich probiere es jetzt. Ein bisschen so ähnlich wie die Rosinen, also ich bin schon mal kein Fan. Ja, absolut nicht meins. Also warum kauft man mir so einen Studentenfutter, Junge? Ich kann das immer noch nicht verstehen. So, als nächstes haben wir hier eine Mandelnuss. Und ja, jeder kennt Mandeln, hoffe ich mal. Schmeckt tatsächlich wie eine Mandel. Ich bin zufrieden, das gibt einem... Ich von 10. Ja, kann man machen. Dann haben wir hier... Scheiße, Alter, ich bin echt nicht gut in Nusskunde. Denn ich bin ein Nusskunde. Scheiße, ich hasse mich manchmal. Und das ist dann anscheinend ein Haselnusskern. Ja, Ja, kann man auch machen. Ist eine solide V20 von 10. Und dann haben wir hier als letztes noch Cashewnuss, eine sehr berühmte Nuss. Sehr viele in meinem Umkreis mögen die Cashewnuss tatsächlich nicht wirklich. Ich denke mir so, schmeckt jetzt nicht anders wie eine Mandelnuss oder keine Ahnung. Ich kann es in jedem Studentenmix, Studentenfuttermix eigentlich essen. Studentenmix, Junge. Wer ist denn Studenten? Naja, jetzt wird diese Nuss gefudelt. Kann man machen. Schmeckt sehr gut. Und ich gebe eine 2021 von 10. Darauf, dass das ein gutes Jahr wird. Aber ich werde nie wieder Bananenchips probieren. Das war echt eklig. Guten Morgen. Guten Morgen. Wachen Sie auf. Guten Morgen. Wachen Sie auf. Hier ein wenig Futter. Ich mach heute einen Adventskalender auf, der ist von Zurück in die Zukunft. Und da wir heute den 22. haben, mache ich auch das 22. Türchen auf. Und wir schauen mal, was da drin ist. Das ist tatsächlich massiv unspektakulär. Wir haben einen Blitz. Und ein Seil. Ja, ich habe hier noch dieses Auto, das kann ich mir vorstellen, das ist vielleicht ein bisschen spannender. Das leuchtet auch ein bisschen. Yeah. Dann haben wir hier noch Marty McFly. Der hat richtig Bock. Hallo, jemand zu Hause? Ja, das war mein Adventskalender-Türchen. Hier noch ein bisschen Futter. Lasst es euch schmecken. Hehe.
Jo, ich hab vergessen, gestern wen zu grüßen. Ich habe gar keine Freunde, aber ich grüße einfach alle Menschen, die das hier sehen. Ihr seid wundervolle Menschen, weil ihr das hier seht. Frohe Weihnachten. Ja, ja, haha. Das ist übrigens Fridolin, das ist mein Hamster. Fridolin ist eigentlich oft sehr schlecht gelaunt. Er verbringt die meiste Zeit in seinem Haus. Stay home nimmt er sehr ernst, macht ihr das bitte auch. Und er ist jetzt nur da draußen, weil ich da Futter hingeschüttet habe. Das verfressene Fettschwein. Dieses ekelhafte, verfressene Fettschwein. Schaut es euch an. Oh mein Gott. Jo Leute, willkommen zum Adventskalender Nummer, was haben wir heute? 23, glaube ich. Auf jeden Fall, man sollte Kevin nie vertrauen haben. Willkommen zum Türchen Nummer 22. Und ja, heute probieren wir mal wieder, weil wir gerade im Probiermodus sind, eine neue Schokolade, okay? Und zwar, die nennt sich... Rittersport. Hier sieht man... Könnte man alle die Fresse halten? Danke. Also, hier sieht man Rittersport. Sport. Danke, dass ihr mich auf Discord schmeißt. So, jetzt probieren wir die Schokolade. Hier haben wir die. Backofen, ich habe vergessen, dass ich meine Wasserflasche als Kamerahalter benutzt habe. Und ja, auf jeden Fall, es war sehr lecker. Es schmeckt nach Nuss. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Advent. Und wir sehen uns morgen beim 24. Es ist eigentlich heute der 22. Danke, Kevin, dass du mich komplett betrogen hast. Aber wir sehen uns morgen, übermorgen oder morgen, was auch immer, in Weihnachten. Yay, nein, halt's Maul. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen Limited Edition Nummer 2. Und wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Gib dir Bra, lelelele. Goldgelbes fürs Klo. Wer kennt's nicht? Ich fange am besten nochmal an. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ein gewöhnliches Leoparden-Muster-Bierglas aus Bonn haben wir heute mit Bier drin. Guckt's euch mal an. O-Seft ist. Also, 1, 2, 3, super, was auf jeden Fall auch sehr lustig ist. Und... richtige Gaudi, miese Wiesen haben wir heute, bis einer hinterrücks runterfällt. Auch das und dieses Jahr der Sitznachbar mal nicht in den Schoß erbricht, kotzt uns ordentlich an. Oh Bruder, ich schwör, dieses Jahr steht alles Kopf. Oh, ballert. Gefällt mir, wunderbar. Gib dir Bra. Bra. Bra, Bra, lelele. Ah. Ey. Yo. Mein Gegner kann nicht rappen, also probiere ich ein paar neue Flows aus. Warum auch nicht? Ha 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 ha
ha, ha, ha.